So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von falschem Bild. Das hier. Eurotrack Simulator. Oder wie das Spiel ab jetzt heißt, willkommen im Privatinsolvenz-Simulator. Denn mir ist auch noch aufgefallen, was wir gleich auf dem Schirm hatten, ist, wir wollen ja auch noch einen Auflieger haben, ne? Aufliegerhändler. Okay, da gibt es nur einen einzigen bisher. Kaufen wir einen? Kaufen wir keinen? Weiß nicht. Ich weiß ja nicht, ob das Ganze so sinnvoll ist. Wir gucken mal, was wir hier machen können. So, Standard von Krone. Oh, hier können wir sogar schon mehrere kaufen. Oh, okay, einer ist geblockt. Benötigt Garage in Dänemark, Finnland, Deutschland, Niedersachsen, Norwegen, Portugal, Spanien oder Schweden. Gut, also können wir uns den eh nicht. Ich meine, gut, bin ich sowieso Level 11, aber auch von dem Platz her müssten wir uns dann erstmal doch woanders niederlassen. Schwarzmüller. Lebensmitteltank. Level 8, okay. Ich hätte halt schon gerne hier so einen Flachauflieger, ne? Aber warum kostet der 55.000, obwohl so ein normaler Trailer? Obwohl kostet die auch für 45.000. 55.000. Ja, der kostet nur 33.000, den Standardding. Mal gucken. Was können wir denn hier alles machen? Kupplung ändern. Ach nee, Achsen. Oder? Einzel? Was? Was können wir denn hier machen? Auflieger-Konfigurator? Auflieger-Kombination? Ach so, ob es Tandem sein soll oder sowas, ne? Kann das sein? Wobei, das macht eher das hier, oder? Keine Ahnung. Achso, Achsen. Oh, ist ja süß. Nee, nee, wir bleiben mal bei dem hier. Was? Wie sagen wir jetzt minus 1800? Warenkorb. Ach so, wo ich gerade hier auf die Kleine gegangen, hat er hier die Seitendinger entfernt. Hier die Seitendinger hat er entfernt. Machen Korb leeren? Da ist doch gar nichts drin. Ach so, oh, okay. Ah, okay, wow, okay. Ja, gut, das, ja. Warenkorb leeren, da versteht zwar eigentlich etwas anderes drunter, aber hey. So. Ach, guck mal. Ah, da haben wir direkt eine Farbe, die zu unserem LKW-Lack passen würde. Hätten wir mal doch die Lackierung genommen. Wobei, gerade bei Auflieger finde ich eigentlich dieses Weiß am schönsten. Ne? Einfach so komplett neutral gehalten. Aha. Feuerlöscher. Ja, kann nicht schaden, ne? Wow. Was haben wir hier? Lampen haben wir bereits. Was haben wir hier? Schutzbügel haben wir bereits. Was haben wir hier? Reifen. Da haben wir ja diese komischen Energy Liner, ne? Genau. Nehmen wir hier am besten auch die Energy Liner. So, Räder. Was haben wir denn hier? Die wir beim LKW hatten, haben wir hier scheinbar nicht zur Auswahl. Dann würde ich mal schon sagen, dass wir einfach die Standarddinger nehmen. Ich weiß die Frage, nehmen wir die nach innen gehen oder die nach außen gehen? Vor beim Auflieger würde ich fast sagen, die nach außen gehen. Die sehen irgendwie schon hübscher aus, ne? Ja. Ja, doch, nehmen wir die. So, Mutter, nehmen wir natürlich die Dinger, wo wir noch umscrollen müssen. Die hier.
Da, dann da. Und dann da. So. Ne? Klarer Fall. Oh. Ah. Ja, kann nicht schaden. So, was haben wir hier hinten? Gar nichts. Ah, nee, die sehen hässlich aus. Ja, nee, da bleiben wir bei denen. Ja, Spritzschutz kann nicht schaden. Nee, ein Wassertank reicht. Hier haben wir wahrscheinlich das gleiche, genau. Genau, und mehr gibt es hier gar nicht. Nö. Ja, guck mal, gerade 37.000, also. So viel kostet der Auflieger jetzt nicht, ne? Kaufen uns einfach einen. Ja. 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 Glückwunsch. Auflieger wurde gekauft und wurde in der Werkstatt platziert. Garage platziert. Du kannst über den Aufliegermanager auf ihn zugreifen. Aufliegermanager, LKW, Garagen, Fahrzeug. Auflieger ist grau. Danke dafür. Hat ja voll viel gebracht. Ach, guck mal, hier kann ich. Hä? Kurta Insider? Ich hoffe, ich spreche das richtig aus, keine Ahnung. Wow. Standort ändern, verkaufen, anpassen, privat stellen, jetzt, oh, jetzt nutzen. Konfigurationskopieren? Konfiguration kopieren. Okay, jetzt nutzen. Ja. Der Auflieger wurde angekoppelt. Na, nice. Verwende den brandneuen Auflieger, um die Fracht in eine große Vielfalt von Frachten zu be Ah! Oh ja, jetzt haben wir wesentlich mehr. Geil. Nice. Aufträge und Frachtmarkt haben wir jetzt. Extern, also kann ich nicht machen, weil ich habe kein World of Truck-Konto. Verdiene Geld mit deiner eigenen Zugmaschine, indem du Fracht auflädst und sicher an dein Ziel bringst. Verwende deinen Auflieger, um große Vielfalt von Frachten an die. Was ist der Unterschied zwischen den beiden? Ist das nicht beides genau das gleiche? Verdiene Geld mit deiner eigenen Zugmaschine, indem du Fracht auflädst und sicher an Ziel bringst. Um große Vielzahlen von Fracht an ein Ziel zu bringen. Hä? Ist das nicht literally das gleiche? Mal rein schon. So, hier haben wir andere Auflieger. Okay. Alter, haufenweise Schwergeräte hier. Können wir die überhaupt transportieren? Ich meine, 70 Tonnen. Ich meine, wir haben immerhin 500 PS. Also schnell werden wir jetzt damit nicht, aber machbar wäre es. Können wir zwar vielleicht maximal 30 km/h erreichen oder so, aber ich meine, Hauptsache, wir kommen irgendwann an, ne? So, was war das andere? Schnellaufträge hatten wir schon. Frachtmarkt. Okay, hier haben wir jetzt Paletten. Ah, okay. Hier kriegen wir quasi komplette Hänger. Das heißt, für die Aufträge brauchen wir gar keinen eigenen Auflieger. Genau, hier haben wir externe Hänger. Okay, da hätten wir also doch gar keinen eigenen Hänger gebraucht. Also jetzt nicht unbedingt. Ne, versteht da schon, was ich meine. Genau, hier haben wir verschiedene Auflieger, aber ohne LKW, weil hier haben wir ja komplett mit LKW. Das ist ja das, was wir bisher gemacht haben. Und hier haben wir dann nur noch Fracht. Mopeds, klar. Die Frage ist, wo kriegen wir wie viel Geld? Mal gucken. Hier haben wir 43 pro Kilometer. Und bei Normalfrachten haben wir so 30 pro Kilometer. Und hier haben wir auch 30 pro Kilometer. Okay.
Ja, 11.000. Cool. Ach so, siehst du, jetzt müssen wir darauf achten, wir sind ja hier. Jetzt müssen wir darauf achten, wo das beginnt. Das heißt, wir nehmen mal lieber das hier. Das ist direkt bei uns. Let's go. Ach so, ich muss noch die Kredite, die wir zu viel haben, weg zurückgeben. Dann zahlen wir hier. Oh. Ja, geh durch die geschlossene Tür durch. Hä? Ich glaube, das Spiel ist kaputt. Ja, das Spiel ist kaputt. Ich habe irgendwas kaputt gemacht. Kann ich das überspringen? Ah. Oh, der LKW ist da. Ach. Ja, der dachte, der LKW steht da vorne, obwohl er jetzt hier hinten steht. Warum steht er eigentlich hier hinten? Sind wir mit dem LKW rumgefahren? Nee, ne? Nee, wir haben nur angeguckt. Wer weiß. Bank. So, wir haben zurückzahlen. Zurückzahlen und den anderen können wir. Ah, okay, können wir da gar nicht mehr anklicken. Wo sieht man denn, wie viel wir haben? Ach, hier unten, Kontostand. Das heißt, wir könnten. Ach so, siehst du, wir können den hier kaufen. Und dann können wir 100.000 zurückgeben. Ah! Jetzt haben wir natürlich immer noch 70.000 pro Tag. 7.000 pro Tag. Ja, mal gucken, ob das klappt. Verwenden deinen Brand- und Aufleger? Ja, ist ja gut jetzt hier. So, wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Ach, direkt gegenüber. Alter. Oh, guckt euch das an. Sieht das geil aus oder sieht das geil aus? Achso, ich sag mal, wollte mal ganz kurz gucken. Haben wir den Auftrag schon angenommen? Nee, ne? Wir haben doch gar keinen Auftrag hier drinne. Hä? Auftrag. Frachtmarkt. GPS. Ah, okay, das ist also genauso wie bei Jumbo Truck Simulator. Wir müssen da jetzt erst zur Firma fahren. Das heißt, das hier ist erstmal nur als Navi-Ziel. Also es ist erstmal nur in unserem Navi einprogrammiert. Um den Auftrag wirklich anzunehmen, müssen wir denn dort vor Ort den Hänger entgegennehmen. Also die Ware, meine ich doch, entgegennehmen. Okay. Cool. Und das heißt, wir können erstmal nebenan da zur Werkstatt fahren. Warum höre ich den Sound nur links? Ah, war schon wieder mein Kopfhörer. Ja, wie gesagt, normalerweise nutze ich die Kopfhörer nur als Bluetooth-Kopfhörer. Von daher brauche ich das Kabel eigentlich nie. Und deswegen sind die Stecker wahrscheinlich schon eingerostet oder für sowas, keine Ahnung. Die Abfahrt hier ist ja auch sehr, sehr unfreundlich. Biege nach rechts ab. Bleib doch mal stehen! Ernsthaft jetzt? Junge, ich fahre gerade aus der Ausfahrt raus. Cool, können wir gleich direkt reparieren. Oh, guck mal die ganzen. Neue Route finden. Alter, guck mal hier die Dinger an. Das wackelt hier alles. Lol. Cool. So, aufrüsten, reparieren und lackieren. Genau, wir machen erstmal reparieren. Ja, direkt 700 € bezahlen. Danke dafür. Was ein Hurensohn. So, LKW-Konfigurator. Jetzt bin ich mal gespannt, welche Sage, wie teuer war der Lack? Lack, 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 da. 11.000. Kein Bestellen. Problem. Ich finde eine neue Route. Auflegerkonfigurator? Warum neue Route? So, jetzt hier 24.000. Scheiße, 1.000 zu viel. Ernsthaft? Mann, ja. Oh, ist das nicht dein Ernst? Ist doch nicht dein Ernst, Alter. Ah, Mann, wir werden so in die Insolvenz gehen. Wir werden so hart. Ach so, guck mal, kalt. Guck mal,
Wir haben doch hier einen für ein bisschen weniger. Macht das Sinn? Nee, der kostet genau doppelt so viel wie der. Was ist ein Fünftel davon? Ungefähr 280? Kommt also ungefähr hin. Ja, YOLO. Nehmen wir einfach den 10.000er Kredit. So, jetzt aber. Muss ich jetzt hier echt neu reinfahren? Ah. Auflieger. Jetzt bin ich mal gespannt. Ah, lol. Cool. Ja gut, das wird jetzt natürlich direkt behilflich. Ja, guckt euch doch das doch mal an. Ja, wobei wirklich, wirklich so geil aussehen tut es jetzt nicht gerade. Das sieht doch... Da bräuchten wir hier vorne eine höhere Kabine. Mit der Kabine sieht das nicht gut aus. Nee, ja, okay, nicht machen. Achso, LKW haben wir jetzt schon. Gut. Müssen wir, wir haben das zum Glück gespeichert. Wir haben da gespeichert, wir haben da. Hatten wir da schon den Auflieger? Nee, ne? Haben wir nicht gespeichert? Ich bin verwirrt. Ach, jetzt haben wir auch die Animation mit LKW. Dieses Spiel macht mich gerade ein bisschen verrückt. Alter, dieser LKW. Guck dir mal an, wie der aussieht, Alter. Aber die Animation hat es vorhin nicht gehabt, oder? Jetzt haben wir auch eine offene Tür. Ah. Okay, ich glaube, ich weiß, was passiert ist. Weil wir direkt den LKW gekauft haben und direkt danach den Auflieger gekauft haben, hat er sich quasi gespeichert, okay, er hat sich den LKW gekauft, ich muss also die Animation für den LKW-Kauf abspielen, aber weil wir dann auch gleich noch den Hänger gekauft hatten und den Hänger dann auch gleich angekuppelt haben, hat er den LKW, weil hier kann er den Hänger ja nicht ankuppeln, ne, da wird er ja mit auf der Straße stehen, hat er den LKW quasi nach da hinten verschoben, hat aber immer noch die Animation abgespielt für, wir haben gerade den LKW gekauft. Und deswegen war alles so komisch verschoben. Schätze ich jetzt einfach mal. Ja, ist ja nicht so geil programmiert hier. Das könnte ja selbst meine dreijährige Nichte besser programmieren. Direkt wieder hier Rachen. So, Bank. Wir brauchen wieder den Kredit. Für 50.000. Genau. So. Nein. Was mache ich denn hier? Aufliegermanager. Nein. Händler. So. So. Jetzt Schnelldurchlauf. Müssen wir alles neu einstellen. Hier haben wir nichts, hier haben wir nichts, hier haben wir nichts, hier haben wir nichts. Hier haben wir ein paar Sachen, schnell, so das hatten wir. Haben wir nichts gemacht, haben wir nichts gemacht. Hier hatten wir diese komischen Reifen, die hatten wir. Lalalala. Hier hatten wir die Reifen. Genau. Hier hatten wir die Dinger. Hier hatten wir die Dinger. Da hatten wir das Ding. Was hatten wir noch? Hier hatten wir gar nichts gehabt, ne? Nee, haben wir nicht. Ah doch, das hatten wir. Weil so geil aussieht, tut es jetzt auch nicht gerade. Lassen wir mal weg. So. Bestätigen. Kaufen. Ja. Ja. Dankeschön. So, Aufliegermanager geht immer noch nicht. Auflieger, hier geht er. Warum auch immer. Also, irgendwie ist das Spiel immer noch kaputt. Jetzt nutzen. Genau. So. Ja. Auflieger. Was hatten wir? Da. Klicke die Klick. Jetzt haben wir andere Frachten. Wo sind die Motorräder? Hatten wir nicht das hier? Hä? Warum haben wir jetzt andere Frachten? Ach! Ja, hier gibt es zwei Orte. Lol. Okay, ja gut, das macht natürlich voll Sinn. Ja, genau. Und jetzt sind wir auch wieder hier hinten, weil wir jetzt den Aufleger gekauft haben.
Okay, das heißt, ich speichere aber noch mal. Speichern. So. Let's go. Los. Warte mal kurz. Die Spiegel sind eigentlich schon perfekt eingestellt, ne? Wow. Woher wusste er das? Sitz einstellen. Sieht eigentlich auch korrekt aus. Gehen wir ein bisschen weiter. So? Ja, doch, ne? Ja. Das macht voll Sinn. Da haben wir ein bisschen mehr Sichtweite. Aber noch daran gehen können wir nicht, weil dann sehen wir die Spiegel nicht mehr so gut. Das würde ich schon gerne haben. Das heißt, so lassen wir das. Licht einstellen. Was? Ja, was auch immer. Spiegel einstellen. So. Das ist schon perfekt. Noch ein bisschen, genau. So ist noch perfekter. So, vorne brauchen wir nicht. Wobei können wir noch ein bisschen heranschieben. So ungefähr. Ja, machen wir ein bisschen zurück, genau. Seite können wir noch ein bisschen zur Seite schieben. Ungefähr so. Rechts. Können auch raus. Mal nicht so sehr raus, sondern nur so. So. Weitwinkel, ganz wichtig. Ah, nee. Von der Breite her können wir es sogar fast so lassen. So. Aber halt runter. Damit wir möglichst keine toten Winkel haben. So. Okay. Sieht doch gut aus. Und weil es so schön war, direkt nochmal speichern. Eigentlich könnten wir hier sagen, Privatinsolvenz. 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 Nee. Klingt dämlich. Ich meine, wir wissen zwar, dass das eine Privatinsolvenz wird, aber hey. Biege nach rechts ab. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Boah. Bremssound ist aber schon echt heftig, Wir sind ne? Teile angekommen. So. Okay. Frachtmarkt. Genau, jetzt können wir den Auftrag annehmen. Jawohl, ja. Geil. Wo muss ich hin? Was macht denn der da? Achso. Der macht die Fenster sauber. Oh, aber jetzt muss ich richtig einparken, ne? Okay. Ist er nicht mittig? Das sieht schon besser aus. Wow, nicht so weit. Junge, chill mal. Motor abstellen. Und Enter. Wee. Wee. Das ist aber eine schöne Animation. Fracht wurde aufgeladen. Okay. Nice. Okay.
rechts ab. So. Alter, ist aber schon geil mit dem ganzen Stuff hier drinnen, ne? Ja. Habe ich den Blick ausgeschalten? Aber irgendwie habe ich jetzt gerade schon Mikroruckler. Kann das sein, dass solche ganzen Sachen jetzt hier im Führerhaus sind, der ganz schön zu rechnen hat? Ich habe jetzt irgendwie ganz schön Mikroruckler hier im Spiel. Nur jetzt geht's. Hä? Wer weiß. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. So, volle Fahrt voraus hier. Oh, wir fahren viel zu schnell. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Ja. War dumm, ne? Ja, nee, ich lasse dich jetzt hier nicht mehr rein. Nee. Alter, was ein Vollidiot. Wie geil ist das denn, bitte? Schönes Ding, du. Schönes Ding. Oh, wei, wei, wei. Deswegen in der Kurve nie überholen. Weil man nicht sieht, was von vorne kommt. Kreisverkehr, erste Ausfahrt. Alter. Das war ja genial. Nimm diese Ausfahrt. Ah, nee. So. Jetzt sehe ich natürlich auch nichts, was passiert, aber dafür sehen wir wenigstens unseren LKW. So, ich sehe auch die Namensschilder. Oh, Alter, die Reifen sehen halt schon übelst aus, Alter. Alter, Alter. Oh, achso. So. Die Kurven hier sind ganz schön eng. Hey! Was ist mit dem los? Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Da haut er uns hier fast den Auflieger mitten in die Seitenscheibe hier. So, wie sieht der Tank aus? Tank. Achso.
Aber da haben wir noch 1300 Liter. Ja, lol. Warum blinke ich eigentlich? War das zu schnell? Nein, ach wo. So, wir wissen was, machen wir hier an der Stelle. Machen wir mal direkt mal. Wow. Lass uns eine neue Route finden. So. An der Stelle machen wir mal Pause. Sonst wird die Folge definitiv zu lang. Beenden, beenden, beenden. So. Da, 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 da. Gutchen. Dann, ja, war's das mit der Folge. Wir haben jetzt erfolgreich einen eigenen LKW und einen Auflieger und sind auf unserer ersten Tour. Wo es hoffentlich ordentlich Para-Para gibt. Wir brauchen jetzt 7000 Euro pro Tag. Wir sollten eine WhatsApp-Gruppe eröffnen. Ja, okay. Ja, bis dann.